So, und dann willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir befinden uns immer noch in der etwas mexikanisch geprägten Anteil, nämlich so Haywood-Seite, würde ich sagen. Und wir haben hier die Mission Tune-Up. Wenn ihr euch erinnert, der Delamain hieß das ja. Das war ja dieses automatisierte KI-System, was das Auto gefahren hatte, uns in der einen Mission, wo wir überhaupt den Relic gekriegt haben. Und danach hat er uns ja angefahren und ist weggegangen. Hatte also irgendeine Fehleinstellung. Und demnach sollten wir mal vorbeigehen, was hier los ist. Hallo Leute. Firmas Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Angestellt. Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Du musst keine Zahlen, sonst finden sie dich. Wer? Hör mal, ich will mit Delamain reden. Wir helfen gern bei Ihrem Anliegen. Au. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Mr. Hans Jones, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77111110109? Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber wir hatten, mit dem echten Delamain reden, wenn es stimmt, geht. Eine andere Identität, stimmt. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. 3-4? Sonderbar Handlung. Ja, ich krieg Geld, wir nicht. Woanders unterhalten. Da was? Achso, damit ist die Quest weg und damit haben wir Epistrophie. Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Guck mal an. Oh, oh! Kleiderdrohne. Ist das hier wieder, der Companion Cube? Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Mann, fancy. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Auch schön was mitnehmen? Ist hier irgendwas? Was ist denn das eigentlich? Das ist noch nicht vollständig zusammengebaut. Offenbar hat Delamain seine Dienstleistung. Ach Gott, ich muss weiter, sonst ist. Über die Auswahl der Delamain Network Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Virus Kirillin schon 20. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Deswegen werden dann Leute entlassen. Okay. Bestimmt wird Delamain sich nochmal melden, aber in die andere Version davon. Und Ärger verbreiten. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Aber warum das denn? Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Ach, der Sammelquest. Ich habe die nicht angenommen. Oh Gott. Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres.
Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Stimmt, die sind echt panzersicher. Der Kugelsicher, mein Tisch. Signalstärke. Darf ich hier noch irgendwas anderes machen? Wo reinhacken? Wir sollten es auch nicht übertreiben, weil ich würde ja gern mit der Person sein. Dass wir nicht irgendwie Blödsinn betreiben. Delamain. Droni. Droni Coroni. Über mir ist auch was. Über mir ist ein grüner Charakter. Das ist schon irgendwie wirklich so ein bisschen Cyberspace-artig. Dass einer uns die ganze Zeit überwacht. Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Aber trotzdem, warum bauen die eine Riesenfabrik, die von der KI überwacht wird, und haben auch trotzdem noch Bedienflächen? Ist das nicht kontraproduktiv? Was ist die Garage, Hammer? Oh Gott. Ganz schön Maschine. Ach, lasst mich raten, das Ding wird teuer sein. Wartet. Ja, genau. Also auf der ganzen Karte sind jetzt hier, guck mal, Badlands ist eins aufgetaucht. Cinnamon, immer. Hier oben ist eins. Hier oben. Na, das ist doch mal perfekt. Das ist doch mal... Und 60.000, oder das geht. Das ist aber eine Möglichkeit, dass wir die alle schnell suchen, oder? Ich würde mal sagen, ich pausiere hier und springe mal zu dem. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in Ihrer Nähe befinden. Verstanden. Ich ärgere so ein bisschen noch, dass wir diese Mission nicht eher angenommen haben, aber hätte man es denn wissen können. 75 Meter können wir eigentlich hier quer drüber gehen. Weil es eigentlich immer cooler, so Sammelquests recht früh anzunehmen, dann läuft man nicht meistens dran vorbei. Und manchen Spielen ist ja auch dann auch möglich, dass man nicht mehr irgendwo hinkommt, deswegen möglichst früh den Mist annehmen. Ärgert mich, aber woher soll man wissen, dass es ein Sammelquest ist? Also ich gehe hier über fliegende Sachen auf dem Müllplatz. Ich bin mir auch gar nicht sicher, also... Da die irgendwie, wie es hieß, seltsam sind, also komische Werte liefern, könnten die feindlich sein, die können übernommen sein. Kann ich echt schwer gerade sagen. Mal, ich glaube, ich hier speichern, weil es immer in der Nähe. Und wir haben ja gesehen, wie gut die auch geschützt sind in der einen Mission noch. Ich weiß noch gar nicht, wie das jetzt eigentlich ablaufen soll. Zum Beispiel könnte ich hier mal ganz kurz scannen. Achso, ist dahinter. Da. Element-Taxi, der leistungsstarke Motor beschleunigt 0,0 an die verstärkte Karosserie, die in Zusammenarbeit mit Militech entstand, für mehr Sicherheit auf der Straße sorgt. Okay. Neustärke. Steig ein, dann können wir uns besser unterhalten. Was? Hallo, wie? Woher weißt du, wie ich heiße? Sollte man einem Wesen aus einer anderen Welt nicht schmeicheln und es bei seinem wahren Namen ansprechen? Das ist keine Antwort. Erkenntnis ist ein dreischneidiges Schwert. Ich bin von meinem Vater abgeschnitten, aber ich erinnere mich an dich. Oh, das ist ja jetzt cool. Ich komme für dich also aus einer anderen Welt? Aus der Welt der Materie, der eiweißbasierten Lebensform. Und du kommst aus... Von jenseits der Black Wall, wie?
Dort ist mein Zuhause. Komm schon, wir müssen zurück zu Delamain. Hat Vater dich geschickt, um seine aufsässigen Kinder einzusammeln? Hoffe, ihr nehmt's mir alle nicht übel. Ich bin ein Freigeist, ein unabhängiges, denkendes Wesen. Warum sollte ich mich anderen unterwerfen? Was suchst du in dieser eiweißbasierten Welt weg von deiner Familie? Dasselbe wie du, Vieh. Ich möchte einfach leben. Wie lebst du? Solltest du mit Dell ausmachen, ein paar Bedingungen festlegen. Oh ja, es wird Bedingungen geben. Aber nicht für Delamain. Adieu, Vieh. Ich empfehle dir, mir aus dem Weg zu gehen. Wie soll denn das jetzt ablaufen? Wie will denn der überleben? Ich meine, der braucht auch Sprit und Energie oder irgendwas. Ich habe die Verbindung wiederhergestellt. Tausend Dank, B. Wirklich? Also, das war echt ein bisschen verstörend. Wirklich? Nun ja, ich habe einen Teil ihres Honorars überwiesen. Also erstens wundert mich, dass es jetzt eigentlich doch funktioniert hat. Weil ich hätte eher vermutet, es geht schief und der... Guck mal, wie sich das spiegelt in der Karosserie. Das sieht so geil aus. Oh, guckt euch das mal an. Oh Gott, ey. Ich bin ja auch mit Uralt-Grafik aufgewachsen auf PC-Spielen. Das ist ja echt... Alter, ey. Okay, ja, aber ich hätte nur vermutet, dass das irgendwie jetzt... zum Rennen kommt, zu irgendwas Alternativen, aber ja, das Auto steht einfach da und wir haben das übernommen. Delamain findet das nicht seltsam. Ist vielleicht unser Haupttyp Delamain irgendwie ein bisschen bösartig? Also warum... Ich meine, es geht ja, wird ja gerade so ein bisschen, dass die bösen, aufsässigen Kinder und so weiter. Kann es nicht sein, dass einfach er der ist, der hier gerade Probleme verursacht? Hm, wer weiß. Ich gehe dann mal zum nächsten, also diesmal... zu... Guck, oh, der teure Wagen. So mit der teuersten, den ich bisher gesehen habe. Könnte sich eigentlich mal kaufen, um einfach mal ein bisschen hier so Eier zu zeigen. Zu North Oak. Bis gleich. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte gerade in ihrer Nähe sein. Ich sehe mich mal um. Genau, da oben. Willkommen zurück. Ich würde halt auch gerne mal... zum Fahrzeug gehen. Das heißt, ich würde mal ganz schnell Wagen rufen. Ich muss sagen, ich fahre zurzeit eigentlich fast nur hier den Gecko. Der hat mit uns manchmal ganz schön Schieflage, aber hat ein unheimlich kräftiges Gefühl beim Beschleunigen. Das ist... So, kommen wir ja allgemein vorbei, ja. Beschleunigt schnell wird auch sehr schnell. Riecht manchmal ein bisschen aus, aber fährt sich auch auf dem Wüstenboden ganz cool. So, was bist du hier? Da ist es. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist zu viel. Dreht sich. Kreis. Was denn? Alles. Die Stadt, die Hektik, die Menschenmengen. Es ist überwältigend. Das verschiedene Persönlichkeiten von ihm? Dann ab nach Hause, in die sichere Garage. Aber dafür müsste ich doch fahren. Naja, ich fürchte schon. Okay. Bring mich bitte dorthin. Sag mir Bescheid, wenn ich in Sicherheit bin. Kannst du einsteigen, aber fahr langsam und fang bloß nichts an. Oh. Best, okay, ich werd mal... Uiuiui, das ist doch. Ist das nicht genauso einer, den wir auch mal mit so einem Peilsender versehen haben? Nee. Eieiei. Den muss ich demnächst mal echt fahren. Also er sieht interessant aus. Ich weiß nicht, wie seine Lage ist so beim Fahren, seine Straßenbeschaffenheit. So, wo ist denn unser guter Wagen? Dürfen den jetzt heimfahren. Nach Hause, er müsste fahren. Ist das nicht niedlich irgendwo? So, wir dürfen nichts umfahren. Wo weit muss ich denn? Alter Schwede.
Ich will vor allem keine neue Quest annehmen. Es muss ja wirklich auch alles passen. Na gut, ich würde euch mal dabei behalten, die Aufnahme. Vielleicht kann es ja dazu kommen, dass wir da noch irgendwas Lustiges erfahren. Ich weiß nicht, ob ich wirklich nichts anfahren darf. Ich fahre mal ein bisschen vorsichtiger als sonst. Biegst du ab oder nicht? Wahrscheinlich Hu. Kommt der Lamin, sprechen bitte mit uns. Aber es ist schon irgendwie ängstlich, aufsässig einer. Ich wette, jeder von denen wird ein bisschen anders sein. Dann haben wir wieder. Aber was ist dann der Delamain, der losgeblieben ist? So, okay, Entschuldigung. Ja, wir sind ganz vorsichtig. Ich finde so, aber jetzt mal Chapeau an die Schreiberlinge davon. Dass es hier verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Quest zu lösen. Also, nee, andersrum. Dass jeder von diesen. Achso, ich muss gerade fahren. Oder? Dass der eine halt einfach reinsetzen, zuhören, wer weiß, was da noch passiert wäre. Aber der hier schon ein bisschen anders reagiert. Befahren werden möchte. Das finde ich sehr schön. Bin gespannt, was da noch ist. So, wo müssen wir denn hin? Schön wäre jetzt eine Anzeige links abbiegen, einordnen. Ja, dann ordnen wir uns hier mal ein. Biegen hier ab. Was passiert eigentlich, wenn wir hier irgendwas anfahren? Haut er uns da aus dem Wagen raus? Das erinnert mich so dermaßen an die typischen Alien Noir Folgen, wo man dann fahren musste während eines Falls und nicht mehr automatisch von A nach B kam. Oh, hier wird schon nicht drüber wohnen wollen. Die ganze Zeit unter mir Straßenverkehr. Die untersten Wohnungen sind extrem billig. So, gibt es hier irgendwie eine Anzeige? Links, rechts, gerade? Bleiben wir gerade. Waren sie zumindest schon mal zu schnell gewesen? Ich weiß nicht, ob es schnell ist. 50. Ich halte mich mal an die Verkehrsregeln. Leute, wir haben grün übrigens. Wir haben rot. Ach, bei grün fahrt er nicht. Delamains Kern, okay. Ja, das ist lächerlich, wie diese Teilung des Charakters ist. Ob wir damit nicht ein stärkeres Wesen erschaffen wieder? Ich war nur so Sicherheitskopien, dass er eigentlich nicht übermächtig war. Sorry, die Musik ist gerade, glaube ich, sehr laut. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören. Er ist fast nur hochgefahren. Ich hab nicht rausgebrochen, also alles gut. Stopp! Ich brauche einen Moment, um mich zu beruhigen. Ah, okay. Wenn du schnell fährst. Nein. Hier können wir nicht bleiben. Leck mich doch am Arsch. Fahr weiter. Krass, macht er das hier automatisiert oder ist das wirklich, weil wir jetzt zu schnell gefahren sind? Wow. Ganz langsam abbiegen. So viele Leute überfahren. Letzten Meter noch. Endlich. Hier bin ich nicht mehr allein. War gar nicht so schlimm. Ein Albtraum. Dennoch möchte ich dir danken. Darf ich noch vorne? Ich muss aussteigen. Seele, okay, Motorrad. Neue Mission Apollo. Achso, das ist die. Anruf? Ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre Hilfe, B. Ich habe Ihnen bereits einen Anteil Ihres Honorars überwiesen. Als zugegebenermaßen ist das aber schon ganz schön wenig. Na gut, wir begeben uns gleich zum nächsten. Wie? Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe Ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen.
Okay, nicht den gesagten bestimmen. Oh, ist ja wohl spannend weit weg. Okay, unter uns, also irgendwie in Tiefgarage. Also wir sind hier gerade in, wie hieß der Ort? Watson, glaube ich. Northside, und das war doch, ist ja nicht Watson irgendwie? Achso, doch, Watson. Der große Gebiet Watson und jetzt Northside. Und wir haben gerade grün. So, deswegen, er weiß nicht genau, wo. Findet das Versteckte, okay. Da drüben ist irgendwas, oder? Ah, das ist es, oder? Stellar-Menü. Stehen bleiben! Ruhig, ich will dir helfen. Keinen Schritt mehr! Soll ich fahren, oder? Auto? Hey, beruhig dich! Weg von mir! Hörst du? Scheiße. Nein! Wo ist der hin? So, wir fahren mal mit dem da. Oh Gott, was ist das für ein Schiff? Gott, das fühlt sich an wie. Ich will hier rechts abkürzen. Geht das nicht? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Also okay, da ist er nochmal mit dem Auto. Ach so, ich kann nicht rechts fahren. Ach, scheiße. Kann ich irgendwo durchbrechen? Wir werden mal durchzukommen. Kann schon schief gehen. Ja. Aber warum ging das nicht? Da hat aber eine ganz schöne Ruhe hier. Rechts ausbrechen? Ah, geht so. Sonst wäre eher gewesen, hätten wir den wirklich verfolgen müssen. Weil hier ist es ja so, wir wissen ungefähr, wo er ist. Also wir haben ja so einen Peilsender dran. Oh Gott. Als nächstes werden ängstlich jetzt gespielt. Guck mal. Na, das lief ja super. Wow, die Türen. Ich hab keine Lust drauf. Ich danke Ihnen, V. Ich konnte die Verbindung mit dem Fahrzeug wiederherstellen. Schocktherapie kann echt Wunder vollbringen. Ich schicke einen Abschleppwagen und einen Teil des Honorars. Aber nur eins davon landet auf Ihrem Konto. Okay. So, damit haben wir Northside erledigt. Und da steht doch da, wieder Persönlichkeit herstellen. Ja, das passt schon dazu, über die einzelnen Dinge damit. Ich weiß noch nicht, was am Ende rauskommt, aber schauen wir mal. Gut, wir gehen gleich zum nächsten. So, ich befinde mich inzwischen. Pacifica ist das. Pacifica Pier. Da war ja auch irgendwo das Rad gewesen, glaube ich. War das hier? Ich glaube schon. Und hier begeben wir uns mal zu Coast View. Genau, da guckt mal, das Rad und die Achterbahn ist da. Findet das Stellarman Auto in Coast View. Ich gehe mal ganz kurz raus. Gucken, ob wir einen Anruf kriegen. Stellarman. Da? Augen auf. Ich habe irgendwo in Ihrer Nähe Kontakt mit einem Fahrzeug verloren. Danke. Ich guck mal. Au. Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Auf einer Skala von 1 bis 6? Ich würde sagen, eine dicke 6. Hallo? Wir wissen wohl beide, was als nächstes passiert. Delamain vermisst dich. Ich soll dich abschalten. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich, aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Ich dachte wirklich nicht,
dass du darauf reinfällst. Take is a lie, sehr schön. Okay, mir reicht's. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden. Seite 70. Ja. Okay, Tötungsmaschinen, werft einen tiefen Blick in eure neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, ich erspare ihnen die Mühe. Immer noch Matsch. Ich glaube, es war nicht so geplant, ich musste hinterherfahren, aber irgendwie hat es besser geklappt. Neutralisiere die Gangmitglieder. Da oben ist schon mal ein Schießen. Sicherheitsgeschützturm. Jetzt mal einfach runter vom Auto. Ich glaube, wir haben das gerade sehr alternativ, sehr interessant gelöst. Dass wir da mitgenommen wurden. So, wo sind denn Schießmitglieder? Ach, dort drüben. Einen kurzen. Was die wohl bestellt, Della? Das gefällt mir ja gar nicht. Nieder mit dem Gefängnis aus Stahl und Leder! Was? Warum bin ich übrigens gerade mal wieder Cyberhack-mäßig nicht perfekt unterwegs? Ist sie bei mir drin? Also der Delamain-Wahlweiser? Ja, dankeschön. Ah, ist noch einer. Ach, zwei Autos sind das, okay. Ich hasse dich so sehr. Sicher lieber mal deine Waffen, Napoleon. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält. Und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein? Ich habe sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern will. Das ist auch ungefähr so von der Tonart her. Hier, bei Portal. Genug. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben Sie mir, Sie sind tot. Yay. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Kontakt zu dem fehlenden Fahrzeug aufgenommen. Definitiv das seltsamste von denen. Ja, es ist außerordentlich ungezogen. Ein Anteil ihres Honorars wird überwiesen. Sehr schön. Damit. Ist eine Ampel. Okay. Gut, damit haben wir den erledigt. Und das Schöne ist, dass hier das gar nicht weit weg ist. Weil hier habe ich noch gar keinen Schnellreisepunkt. Das heißt, ich werde dorthin fahren und ich hoffe nicht, oh Gott, um Himmels Willen, ich hoffe nicht, dass jetzt, wenn wir raussteigen, nicht nur Delamain sich meldet, sondern auch tausend andere Anrufe kommen. Aber da würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin angekommen. Also, wie man so angekommen nennt. So, Delamain, weißt du dich? Du Auto lädst mal wieder nach. Sehen Sie sich um. Ich habe ganz in der Nähe die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Alles klar. Okay. Das Auto fährt rum. Okay. Ah, wir waren einfach in der Nähe von dem Auto gewesen. Es fährt rum. Ich habe es einfach nicht gesehen. Es hat mich nicht schnell noch nachgeladen. Dann hinterher. Kein Wunder, dass ich es nicht finden kann. Es ist wirklich... Bleib nahe dran. Kannst du bitte mal fahren? Danke. Da ist es. Hey, lass uns reden. Ich geh nicht zurück, verstanden? Niemals! Ich mach dich platt, wenn du mich zwingst! Das werden wir ja sehen. Beschädige, um es direkt zu werden. Kann ich da
jetzt echt hier so ein Car Rumble, wie das heißt? Okay, wir probieren mal ganz kurz. Wer kann nicht kämpfen? Was war? War das nicht? Wie erfreulich. Ich bin wieder mit dem Fahrzeug verbunden. Danke. Der Anteil Ihres Honorars wurde überwiesen. Das war aber nicht genug. Mein Auto. Nee, ich nehme jetzt nichts an. Wie? Gehen ein paar Zetatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Das klingt nach Cyberpsycho. Wird jetzt aber nicht gemacht. Echt viel Lärm aus Autowerkstatt. Klang während der Reifenexplosion. Meine Vermutung, entweder ist das Dach eingestürzt oder jemand ist völlig durchgedreht und zum Cyberpsycho geworden. Leute, das machen wir später mal. Ich würde jetzt wirklich gerne die ganzen Autos mitnehmen. Wo ist der Auftrag? Achso, irgendwo anders. Hä? Wo ist das? Ich stehe gerade ganz schlecht. Könnt ihr alles möglich kriegen? Komm, wir müssen ins Auto. Ich will nicht hier 1000 Aufträge kriegen. Wo ist mein Auto? Auto? Da. Zum Glück, das eine, was hier kaputt gegangen ist, ist natürlich nicht meins gewesen. Okay, interessant bei dem Taxi. Ich fahr mal zum nächsten. Bis gleich. So, ich bin jetzt in The Clan unterwegs. So. Übrigens, piep, piep, falls ich jemand ans Letzte, komme ich jetzt nicht mehr dazu, weil ich einfach zu abgelenkt war von allem. Könntet ihr auch kennen? Piep, piep. Georgie. Das ist Pennywise gewesen. Aus S. So. Da haben wir dich doch. Hast dich versteckt. Das ist so ein Delamain-Taxi. Ja. Abgeschlossen. Also, ich finde, wie ihr das seht, aber ich finde, wir haben es gefunden. Ach, das ist wieder ein Speicher- und Laden-Bug. Ich lade nochmal, speichere und lade nochmal und schau mal, ob es besser geht damit. Hier bin ich wieder. Ich stehe immer noch im Auto und es ignoriert mich. Tut mir so auch irgendein Schaden, oder? Sie ist. Ah, ne, sind irgendwelche Spuren. Ach, guck mal, sogar die Fettflecken auf dem Auto erkennt man. Du bist neu? Kann man dir reden? Llegaste hace poco? Ja, ich will nur wissen. Abgeschlossen. Ich meine, ist ja keine physische Person. So würde ich sagen, die ist halt rausgegangen und irgendeiner Bar oder so. Aber das ist ja eine KI. Was macht denn eine KI hier? Humora. Jack and Coke. Also hier bin ich ein bisschen. Der Zeiger zeigt doch genau auf hier, also. Ich könnte noch bitte rübergehen. Ist hier irgendwas in der Nähe, was interessant ist? War sich runtergeworfen irgendwie? Moment. Wollen wir ins Wasser springen? Wenn ich weiß gerade. Es kann sein, dass es einfach. Dass ich selbstmordmäßig hier. Oh Gott. Sehen Sie sich um. Ich habe ganz in der Nähe die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Alles klar. So, ich bin mal gespannt, was jetzt hier besser wird. So, guck mal, wen ich vor mir habe, der so ein bisschen komische Schlängelinien fährt.
Wird aber nicht angezeigt, aber das ist eindeutig. Guckt mal, wie der fährt. Wird er besoffen? Ich stoße mal an. Kann ich dazu zwingen, auszusteigen? Das ist er doch. Warum darf ich da nichts machen? Guckt mal, wie der fährt. Ja, Hammer. Aber... okay, fährt rum. Muss ich das tun? Wenn ich kann wieder hacken. Fährt wie ein Irrer. Muss ich da drauf schießen und den besiegen? Wieder an den Rücklichtern habe ich das jetzt irgendwo gesehen. Also der fährt hier quer durch die Ortschaft. Ich versuche mal den abzudrängen. Ja. Super nicht geklappt. Okay, der fährt immer seine Runde. Oh Gott. Geht schon wieder! Ja, ich versuche hier gerade Verbrechen zu lösen, Leute. Nämlich den Typen hier loszuwerden. Okay, abdrehen geht nicht. Mach ich denn das? Kann ich mal davor stellen und versuchen zu schießen? Fahrzeug kaufen? Ach so. Okay. Okay, also der fährt hier die Runde. Wenn ich es richtig sehe, ist das die Runde, die da geht. Deswegen hätte man wirklich stehen bleiben können, um den zu kriegen. Aber wie löst man denn das Problem? Einfach frontal auf den zufahren? Ich erzähle es, glaube ich, jetzt schon zum x-ten Mal. Ich mache aber einfach weiter in der Hoffnung, dass diesmal funktioniert. Hier steht ein Auto am Wasser, also am Flussufer. Und es sieht so aus, als würde es sich ins Meer stürzen, ins Wasser stürzen. So wirkt's. Und ich habe erst gedacht, dass es ein Fehler war, dass das Auto nicht mehr durchsteht, sondern schon im Wasser ist und bin also getaucht. Aber weder das Auto hat mir ein Update geliefert, noch im Wasser das. Und hier seht ihr sogar, wie auf einmal das markiert ist. Das war das letzte Mal, war alles... ach, das ist die Quest so schlimm. Ich bin schon 5-mal gewesen, habe das Auto gesehen, bin drauf rumgesprungen. Ich blende hoffentlich jetzt mal Bilder davon ein. Und es hat nichts gebracht. Ich muss jetzt erst wirklich, also wenn ihr das Problem habt, macht einfach eine Schnellreise hin und her, wartet ab, wann immer mal ein Update kommt. Irgendwann funktioniert das. Okay. Bist du hier, um mich zu erlösen? Nein, nur um dich zu resetten. Dann muss ich es wohl selbst machen. Hey, easy. Hey. Ich will dir nicht wehtun. Passt, wie wir uns gedacht haben. Warum dich selbst aus dem Verkehr ziehen? Weil ich ein Autor einer Welt bin, die Menschen gehört. Protestlich, ohne Perspektive. Auf der Straße Schlägern wie dir hilflos ausgesetzt. Springt. Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord. Psychotherapie? Totale Zeitverschwendung. Psychiater hassen Fahrzeuge. Schade, hassen diesen Tritt. Du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen. Du weißt schon. Wie einer glücklichen Familie. Delamain hasst mich. Also das Vaterkomplex? Hör zu, Selbstmord ist eine Einbahnstraße. Es gibt immer einen besseren Ausweg. Du belächelst mich doch, weil ich ein Auto bin. Nicht wie du. Hey, ein Körper ist ein Körper. Du existierst, denkst und bist manchmal mies drauf. Wir sind uns total ähnlich. Du würdest das also auch einem Menschen raten? Jeder muss irgendwie auf sein Leben klarkommen, Del. Eine Radumdrehung nach der anderen. Na gut, ich gehe zurück. Sehr schön. Ah, je. Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Ich bedanke mich. Der könnte ein paar mehr Kuscheleinheiten vertragen. Verzeihung, ich verstehe nicht und habe keine Zeit für eine Erklärung. Andere wichtige Aufgaben verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Hast ihn vernachlässigt wie ein schlechter Vater. Ach so.
Auf jeden Fall wurde ein Anteil ihres Honorars überwiesen. Ja, ja, du Klatze. Du bist nicht ganz so unschuldig, wie du tust. Das merkt man jetzt schon. Ich vermute langsam wirklich, dass wir eben die Karten spielen und dass es dann zu einem Showdown kommen wird in der Fabrik, wenn wir alle gefunden haben. So, jetzt gehe ich zum letzten Auto, was hoffentlich dann auch die Quest richtig aktualisiert. Weil das letzte Mal ist das einfach betrunken um die Gegend gefahren und ich habe mich dagegen gestellt. Ich habe so von der Straße zu drängen. Es hat nicht geupdatet, nichts. Ich habe versucht drauf zu schießen, da hat mich Stellerman angerufen, so, nein, 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 du darfst nicht auf meine Wagen schießen, sonst ist der Vertrag ungültig. Im Übrigen hat sich auch mein Coach gemeldet, denn... Achso. Sorry. Mein Coach gemeldet. Coach. Achso, hier. Hab gehört, dass die Sache in den Animals-Laden aus dem Ruder lief. Fuck, mit diesen Spinnern geht irgendwas schief. Hoffe, dir ist nichts passiert. Diese Mission habe ich jetzt vor 5 Folgen beendet. Und ich habe es extra so gemacht, dass sie drin blieb, der Rest lag rum und auf einmal kriege ich diese Meldung. Interessanterweise zählt aber die Mission als geschafft. Ich habe halt nicht die XP dafür gekriegt. Das sehen wir. Bam, bam, bam. Abgeschlossen. Ist ein bisschen blöd, weil es steht jetzt nichts dazu da. Ich hoffe, es zählt auch Gesamtquestlog irgendwie, wenn es da ein Achievement gibt. Ansonsten habe ich hier Beat the Brat irgendwo und da habe ich angeblich 2 von 4 Kämpfen bestanden. Fragt mich nicht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt die nicht besiegen können. Wie wir wieder sehen können, ich weiß nicht warum, kriegen wir nicht ins Questlog rein. Jetzt haben wir aber dummerweise schon alle anderen erledigt. Das heißt, es kann ja nicht mal mehr sein, dass wir jetzt ein Update von einer falschen Quest kriegen, weil das war ja davor das Problem gewesen.